Ja, weil das letzte Briefing der Apotheken sagt ja, sie haben den Stein und wollen sie gegen uns verwenden. Und ich weiß gerade gar nicht, ist das da der letzte heilige Stein? Also der letzte Sonnenstein? Wir haben einen bei den Inuit gefunden. Es waren sechs. Wir haben einen bei den Inuit gefunden. In der zweiten Mission. In der dritten Mission bei den. Einen Apachen. Also bei dem einen Indianerstamm haben wir den zweiten gefunden. Den dritten haben wir gefunden. In dem einen Apachen-Tempel. In der fünften oder so Mission. Ja, da müsste ich das echt noch mal ein bisschen rekapitulieren, aber ich glaube, das hier ist wirklich der letzte. Fünf müssten wir bis jetzt schon gefunden haben. Ach ja, stimmt ja, in der Mission, wo wir die beiden verschiedenen Indianerstämme in der Steppe gefunden haben, die sich um die Bisons gestritten haben, da hatte auch einer der Stämme den Sonnenstein. Das war auch einer, das war Nummer 4. Also der von den Inuit, der von den ersten Indianern, der aus dem einen Indianertempel, der von den Indianern in der Steppe sind vier schon mal. Ich glaube sogar die Nachos hatte den fünften und das hier ist der sechste. Jedenfalls vermute ich mal, dass das hier der sechste ist, aber ja, eigentlich müsste das der sechste sein. So, es ist fast genug Gold eingelagert, damit wir die nächsten 10 Mann befördern können. Ja, dann werden wir diese Aufnahmesession auf jeden Fall mit der Mission heute hier fertig. Das heißt, du kannst erstmal Ja. Rüstungen schmieden. Du tust das restliche Eisen schürfen, Ja. was wir hier noch haben. Oh ja, und er liefert das Holz oben ins Hauptlager. Aber nicht schlimm. Wir haben hier unten noch genug Holz und wenn er Holz braucht, kann er es auch aus dem Hauptlager dann holen. Außer natürlich, wir sagen, dass wir das Holz hier unten haben möchten. So. Das heißt, unser Händler wird sich jetzt auch Holz schnappen, genau. Und das einlagern. Ja, wären die Mayas nicht direkt nebenan, könnten die Wikinger hier für den Rest ihres Lebens leben, so wie wir die Nahrung produzieren. Ja, jetzt sind der Eisenmine die Rohstoffe ausgegangen. Das heißt, du kannst
das, was wir noch haben, einschmelzen und dann war's das. So, es ist 40 Gold drin und unsere Schwertkämpfer werden erwachsen. So, Rüstungsschmied hat die gewünschte Warmlinge hergestellt. Das heißt, er macht jetzt den Waffenschmied. Während wir Zivilisten in die Kaserne schicken. So, wie viele Kinder haben wir noch? Zwei. Jetzt nicht mehr, jetzt ist nur einer. 13 Jahre alt, okay. Da du gerade hier gleich hier unten bist, ist das auch gut so. So, Schwertkämpfer. So, der letzte ist erwachsen. So, mit Bier ausrüsten und Kaserne verlassen. Da haben wir unsere 10 Schwertkämpfer. Und haben damit schon mal eine kleine Armee. Mit der können wir schon mal die vorgeschobene Maya-Verteidigung ein bisschen anhauen. Natürlich vorher speichern. So, die stehen alle hier bereit. Da ist ein Wohnhaus, okay. Und da ist das Gebäude, was auf uns schießt. So, und da kommen in Einzeltruppen Krieger an, die wir einfach wegballern können. Ihr haltet euch erstmal ein bisschen zurück. Solange da nur so Einzelne ankommen, ist das ja kein Problem. So, Warenmenge ist hergestellt. Gut. Das heißt, wir holen uns die letzten Kinder, die wir brauchen.
Ja. Was geht? Jo. Was geht? Du auch. Du jo. Auch. Jo. Du auch. Und ja, vielleicht versuchen wir es nördlich oder südlich. Da können wir ein bisschen ihre Verteidigung vielleicht umgehen. Ha. Ja, eigentlich nur noch Gold. Wenn die zwei Schwerter eingelagert sind. Dann kommen nämlich noch 5 Bogenschützen und 5 Schwertkämpfer. Und dann haben wir genug Leute für einen Großangriff. Kann mich ja schon mal ein Stück vorwagen. Hier oben wäre Eisen. Ja, wie? Aber wenigstens bin ich jetzt schon mal hier ihre Militärpräsenz los. Ihre Wachtruppen, die mich immer angegriffen haben und Sven getötet haben. Ja, wie? Ja, staut, ja, staut. Ja, währenddessen können sich die heilen, während ich die Entsatztruppen, sage ich jetzt einfach mal, ausbilde. Das Gold sollte sogar dafür auch noch reichen, was ich habe. Also Nuggets und Barren zusammen. So, Waffen sind eingeliefert. So, reißt das Wohnhaus im Aufbau ein, bitte. Hehe. So, Werkschmiede steht schon eine Weile leer. Oh. Wir haben kein Geschirr mehr. Wir haben auch keinerlei. Oh. Da hat's ein unserer Schwertkämpfer. Was machst du da? Wegrennen heißt wegrennen. Ah. Hochintelligent. Oh Mann, wo rennt ihr hin? Okay, da ist der Tempel, da ist ein Kriegsturm im Weg. Das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn ich euch einen Rückzugsbefehl gebe, dann seid ihr sehr gut darin, ihn auszuführen. Echt, ey. So, was sagen unsere Verluste denn? Wir haben 3 Bogenschützen verloren. Wir haben 2 Schwertkämpfer verloren. Ich würde sagen, wir haben 5 Idioten verloren.
Aber ja, wenigstens haben wir so den Weg zum Tempel freigekriegt. Ist mir eigentlich relativ wurscht, dass die jetzt gestorben sind. Wenn sie es nicht anders wollen.